Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Wir werden heute die Behandlung eines Patienten zeigen, der sehr stark an den Händen schwitzt. Er hat schon einige Methoden ausprobiert, wie aluminiumchloridhaltige Lösung zum Auftragen auf die Hände und sogar eine sogenannte Gleichstrom-Iontophorese. Es ist ein Gerät, bei dem man die Hände in Leitungswasser badet und ein Gleichstrom angelegt wird, was auch die Schwitzneigung reduzieren kann. Bei ihm war das aber alles nicht erfolgreich und deshalb hat er sich entschieden, eine Botox-Behandlung in unserer Praxis durchzuführen. Wenn man jetzt weiß, wie Botox-Behandlungen stattfinden, nämlich mit einer Injektion, denn dieses Eiweiß kann nicht von selbst durch die Hautbarriere gelangen, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht ziemlich schmerzhaft? Und ja, es ist schmerzhaft, wenn man keine besonderen Maßnahmen trifft, um die Behandlung komfortabler zu machen. Bei diesem Patienten, den wir hier gleich sehen, werden wir eine Betäubung der Hand durchführen, ein sogenannter Handblock, bei dem die Nerven, die die Hand mit Gefühl versorgen, betäubt werden. Man kann die Nerven besonders gut auffinden, wenn man sie mit Ultraschall darstellt. Die Nerven sind an manchen Lokalisationen von Blutgefäßen begleitet, was dann das Auffinden noch weiter erleichtert. Bleiben Sie dran, dann sehen Sie nicht nur die Betäubung, sondern auch, wie eine Behandlung des übermäßigen Schwitzens mit dem Arzneistoff Botulinumtoxin an den Händen erfolgt. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten. Das, was Sie jetzt hier an Farbe sehen, ist die örtliche Betäubung, die jetzt um den Nerven herumfließt. Nervus radialis, der befindet sich bei der Speichenarterie. Das sieht man auch hier gut im Ultraschall. Und hier können wir die Injektion direkt um den Nerven herum machen und um seine Äste. Wie viele Einheiten oder wie viel Milliliter werden jetzt verwendet? Also wir verwenden jetzt pro Handfläche 100 Einheiten. Das ist die Dosis, die den meisten Patienten eine Besserung bringt. An den Achseln ist so die Standarddosis 2x50 Einheiten, an den Fußsohlen 2x150. Die Haltbarkeit ist typischerweise 4 bis 8 Monate. Und sobald es dann wieder losgeht, kann man natürlich auch dann erneut behandeln. An dem Behandlungstag sollte man sich sportlich zurückhalten, auch nicht ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen. Im Bereich der Handflächen bzw. im Bereich der Finger verlaufen feine Muskeln, die für Rotationsbewegungen der Finger verantwortlich sind, und die können manchmal durch eine Botox-Behandlung auch etwas eingeschränkt sein. Das ist typischerweise nur kurz der Fall, es können ein paar Wochen sein, aber wenn jetzt jemand professionell ein Instrument spielt, also Musiker ist, dann kann das schon auch relevant sein, wobei wir auch viele Patienten haben, die Zahnärzte sind oder die Herzkatheter machen, die dann natürlich stark schwitzen und unter ihren Handschuhen, die das deswegen behandeln lassen möchten, und die haben keinerlei Einschränkungen. Trotzdem muss man natürlich vorher wissen, dass sowas auftreten kann, also eine Einschränkung der Rotation der Finger, also eine Reduktion der Verringerung dieser Beweglichkeit in diesen Ebenen.